Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Drakes Projekt Minecraft, ja. Sorry, dass längere Zeit nichts gekommen ist, aber ich hatte sehr viele andere Projekte und Minecraft machte mir momentan nicht so viel Spaß, also tut mir leid. Dafür geht es jetzt auch mehr weiter, also öfters. Und ja. Ich favorisiere es jetzt ein bisschen mehr, damit ihr auch in den Genuss von Drakes Projekt, also ja, weiterhin kommen könnt. So, und was brauchen wir noch? Noch mehr Fleisch. Eisenaxt. Schaufel. Irgendwas fehlt noch. Wahrscheinlich einfach ein bisschen Erde. So. Ja, und jetzt habe ich plötzlich wieder Bock, auch wegen der guten Neuerung, dass 1.8 jetzt ein super Editor kommt. Also dann kann man, wenn man eine neue Welt erstellt, extrem viel anpassen und das freut mich extrem. Talibane haben auf meinem Server keine Chance. Das müsst ihr wissen. Das ist mein Server und da wird gemacht, was ich sage, nämlich nicht explodiert. Also. Hierhin. Ja. Wir wollten ja einen Keller bauen. Haben wir eigentlich genug Erze? Wir haben das letzte Mal sicher relativ viel gefarmt. Ja. Machen wir nochmal Eisenerz. So. Okay, wir haben ja gesagt, wir machen hier oder hier. Moment kurz, wenn man hier reinkommt. Ich muss ein bisschen, wie heißt diese Einrichtungskunst da? Ist jetzt nicht mehr genau. Ja, vor allem machen wir jetzt ein bisschen Einrichtungskunst. Wenn wir hier rechts, links noch das Haus weitermachen, machen wir hier runter. So. Wir brauchen Holz für die Treppe, also Ding. So. Ja, Leitern stimmt. Ah. Wieso konnte ich das vergessen? So. Und die machen wir am besten hier hinten, hier hin, damit wir auf der anderen Seite runterspringen können. Ah, toll. So, vier müssen wir runter, also plus vier plus eins. Eins, zwei, drei, vier. Ja, fünf. Machen wir hier wieder Holz hin. So. Und dann müssen wir wieder die Schaufel haben. Ah, je. Minecraft und dieses kleine Teil da unten nervt mich schon ewigs. Okay, wir machen aber die Ding noch weiter. Gehen mal in diese Richtung. Ah ja, hier ist ja ein weiter oben. Egal. So, weiter. Aha. Ja, toll. Hier müssen wir zumachen. So, und der Stein muss noch weg. Und
Und jetzt machen wir den Boten. So, haben wir den Boten gleich. Aber das Schlimmste ist immer noch... Sollen wir Erde lassen? Ach komm. Wir machen einfach das als Erde vorläufig, machen die Kisten dann runter. Wenn es gut ist. Nicht die hierher. Aber die Leitung können wir dorthin tun. So. Machen wir lieber was anderes und das ist... Ja, was ist das? Auf was sollen wir jetzt spezialisieren? Eigentlich müssten wir hier warten, bis Zuckerrohr wächst die ganze Zeit, aber ich habe keinen Bock. Suchen wir noch mehr Zuckerrohr. Das wäre eine Option. Sonst, ja. Ist nicht so gut, wenn wir nichts machen können. So machen wir unten Kartoffeln, die sind ein bisschen anständiger. So. Und eine giftige Kartoffel haben wir. Bei denen weiß ich nicht, für was die sind. Dafür habe ich noch zu wenig Minecraft gespielt. Also so. Bis zur Benutzung. Aber ich denke mal, Tränke könnte man herstellen oder so. Das fällt mir jetzt auf den ersten Blick ein. Da gibt es einen Giftkuchen. Fragen über Fragen. Ja, wir könnten so viel noch bauen hier. Aber das kommt allesamt später. Wenn ich mal ein bisschen mehr Bock habe. Und im Haus weiterbauen möchte ich jetzt auch nicht, leider. Aber das kommt sicher wieder. Wahrscheinlich bin ich einfach verwöhnt von anderen Modpacks. Und hab da mal ein bisschen wenig Bock zum Bauen. / Home Dorf. Hier haben wir das Dorf, das erste Dorf, das wir gefunden haben. Und Karotten. Wir gehen jetzt einfach mal Richtung Süden oder so. Norden, okay. Richtung Norden. Hoffentlich war dort noch niemand. Also ich war jetzt erst in dieser Richtung und in dieser Richtung. Und natürlich hier das Spawn. Jetzt hoffe ich, dass ich hier irgendwo neues Land finde. Sonst könnten wir bald mal einen neuen Warp machen. Warp-Punkt, dann könnt ihr auch dorthin porten. Könnte es sein, dass das der Spawn ist. Ich glaube, das ist der Spawn. Dann gehen wir Richtung Westen. Ja, hier ist leider immer die Wüste abgeschnitten, weil das neue, also das war 1.64 und das ist 1.75. Dann wurde der Weltgenerator wieder gewechselt. Was man ja am besten kann, jetzt wird nämlich wieder gewechselt. Und dann wieder gewechselt und wieder gewechselt. Zombie. Okay, gehen wir am besten hier unten durch. Können hier noch ein paar Kühe schlachten. Ja, Kohle brauchen wir jetzt nicht. Eine Höhle tiefe. Schafe brauchen wir auch nicht momentan. Ui, sieht das geil aus hier. Ich möchte hier kurz ein oder zwei Bäume mitnehmen.
buggy. Aua. So. Dankeschön für die guten Leute, die mitmachen und einfach auf den Server wollen. Eventuell werde ich mal den Server später mal nicht mehr whitelisted machen, aber ihr müsst mir dann versprechen können, dass ihr ja nicht allzu viel Trubel macht, weil ja, weil sonst kann das wirklich wieder jeder ausnutzen, dann haben wir wieder einen Salat, den Server wieder down machen, weil es einfach nicht geht, oder einfach wieder whitelisted machen und das ist schlecht dann. Aber eben, es sollte eigentlich ein Let's Player Projekt sein und nicht irgendwie ein ja, ich will auf den Server von Drago, weil er ein Let's Play macht und so weiter. Und es wäre wirklich toll, wenn ihr alle ein bisschen aufnehmen könntet, weil es ist ein unendliches Projekt für eine Community, die ich sehr gern habe, also die richtig toll mitmacht und auch mitmachen will und nicht eine Community, die halt Sachen ausnutzt auf dem Server und so weiter. Es muss Spaß machen, das ist das Größte, das Wichtigste. So, hier ist wieder Wüste, gehen wir nicht dorthin, wir gehen hier hin. Müssen irgendwie hier hochkommen. Ich hoffe, ich finde mal die anderen Biome, die seltenen Biome. Zum Beispiel die Eis, also die mit den Eiskulpturen. Das finde ich noch geil. Und noch andere Sachen. Wir könnten wirklich mal noch die Welt vom Amplifed erkunden. Aber ja, das wird halt ein bisschen schwer, da müssen wir uns besser vorbereiten. Okay, hier ist Wasser. Das ist auch nicht so gut. Und ich habe in Planung eine PvP-Welt. Da könnt ihr euch wirklich austoben. Ich mache auch mit drin. Und es gibt noch eine Welt, wo wo ein bisschen speziell ist, die ist halb PvP und halb, ja, wie soll ich sagen, eine Art Spionagewelt oder so, also das ist ein bisschen, dass ihr eure Reiche macht, aber so versteckt, dass die anderen es nicht finden und dann, wenn die anderen es finden, dann sind sie beeindruckt und so, also ich will so eine Art, ja, eine Beeindruckungswelt machen. Mal schauen, wie so ist. Eventuell dann auch mit einem Clan-Plugin. Dann können wir die Welt Clan-Plugin nennen oder so. Und ja. Ich hoffe, es wird dann sich auch lohnen. Aber momentan sind noch zu wenig für mehr Megabyte. Also RAM. Also Gigabyte RAM. Und also ich habe zu wenig Gigabyte RAM, um noch Werwelten zu erstellen. Also es wird jetzt vorläufig nur noch eine PvP-Welt geben. Die ist wichtig. Und sonst nichts mehr, sonst leckt es zu viel. Also es leckt momentan nicht. Das ist eher Fraps, das bei mir leckt. Und das ist gut so. Auch so kleine Abbau-Bugs und so gibt es nicht mehr. Da hat der Host richtig gut gemacht. Down Server Host. So. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde immer wieder einen kleinen Schritt zurückgesetzt. Also hoffe ich es nicht wieder zweck mit dem Server. Oder meine ich das nur? Ja. So, in der Wüste gibt es irgendwie nie etwas und die ganze Zeit zu wandern. Das nervt mich ein bisschen, jetzt muss ich mal ein bisschen rennen. Sonst werde ich da nie ankommen.
wo ich eigentlich ankommen will, wenn es überhaupt hier irgendwo eines gibt. Minecraft. Spawner, Spawner. Nö, nö. Schade. Und ich verliere gar keinen Hunger jetzt. Gibt es den Overflow immer noch? Also, dass die Herzchen, die Hungeranzeige überfüllt werden können und dann nichts verliere. Komisch. Ja, also hier ist wieder das Meer, da gehen wir jetzt nicht entlang. Und schlafen wir dann nochmal ein. Aber hier, das ist nur ein Grafikfehler, also ein Schattenfehler. Das hat Mojang noch immer noch nicht gefixt und nach bei 1.8 wird es nicht gefixt sein. Oh je. Ja, gestern habe ich mit Kevin geredet über eine Sache, die Mojang betrifft. Wieso als Mojang nichts endlich für die Profis macht. Sie denken, sie machen immer so kleine Sachen wie Zombie-Stärke oder so. Aber jeder Profi hat keine Probleme mit den Zombies. Wieso macht ihr sie nicht endlich mal so intelligent oder so stark, dass wir auch mal ein bisschen Ding haben? Und auch die Futures nicht. Man hat viel zu schnell Diamanten, man hat viel zu viel schnell Gold. Dann hat man Goldäpfel und so weiter. Also, es geht einfach zu schnell und irgendwie hat Fraps gerade Probleme. Sorry dafür. So, oh, ich freue mich so, wenn ich eine neue Grafikkarte habe und damit Shadowplay aufnehmen kann. Oh, das wird so geil. Ich werde es lieben. Und schon wieder eine Savanne. Oh Gott. Ja, eben manche Entwickler trauen sich einfach nicht, Spiele für Profis zu machen. Klar, Noobs, die sind viel, Ding, die kaufen die Spiele blind und alles Mögliche. Aber wenn man erstmal Profis zulässt beim Spielen so, dann wird es natürlich viel, viel mehr Leute anlocken. Aber das größte Problem ist halt, sofern die Spiele einfach nicht mehr weiterkommen, heulen sie die ganze Zeit herum. Und ja. Und ihr seht ja bei mir zum Beispiel, heule ich irgendwann mal um, weil ich nicht weiterkomme oder so. Nein, und ich setze mir sogar Challenges, damit es bei mir schwerer ist. Ich könnte jetzt auch ein Challenge machen, aber dann ist es irgendwie kein Drakes Projekt mehr. Aber ich werde sicher dann in der PvP-Welt oder so ein bisschen Challenges machen, damit ich nicht so overpowered zu euch bin oder so. Weil ich habe schon recht viel Erfahrung. Ich habe mit Emodam die ganze Zeit immer wieder PvP-Server kaputt gemacht. Und ja. Also kaputt gemacht. Ich habe es nur die Spielerbasen ein bisschen zerstört, weil sie mich aufregt. Aber ich habe sie nicht gezielt kaputt gemacht. Ja, trotzdem. Es ist einfach zu leicht, dass es gibt zu viele durchschnittliche Spieler und zu wenig Profis. Das sieht man in Europa nicht so oft, also ich sehe immer wieder Schweizer, die sehr gut sind, oder Franzosen, ja, Franzosen nicht so, Spanier eher, und sonst eigentlich nicht viel. Und je größer ein Land ist, desto, ja, oder je mehr verkaufte Exemplare Minecraft in diesem Land gibt, desto mehr Noobs gibt es auch, und das fällt mir extrem oft ein, dass manche Leute auch extrem Angst haben, würden sie nicht so Angst haben, würden sie nicht immer so abhauen müssen. Und die laufen dann immer in den Tod. Das sehe ich immer sehr oft. Ich hoffe, hier auf dem Server wird es ein bisschen besser. Sonst trainiere ich euch ein bisschen. Dann kommt ihr mit ins Militär. Okay, das hat keinen Sinn hier. Das ist doch keine Eisebene. Slash set home. Erkun Min Eck Min Eck Home House. Tschüss, Zombie.